Publikum von Cinema Strikes Back. Es ist mir eine Ehre und große Freude, dass ich dieses Jahr wieder Teil des Adventskalenders sein darf. Dieses Mal wird über Filme gesprochen, die man mag, obwohl andere sie eher nicht mögen. Filme, die man immer schauen kann oder Filme, die echt für die Tonne sind. Zumindest aus der jeweiligen Sicht des Adventskalender-Türchens darstellende Personen. Kann man das so sagen? Ich denke schon. Aber vorneweg noch einmal ganz kurz Danke an euch generell, dass ihr die Filmwelt supportet, gerne Filme und Serien schaut und liebt, ins Kino geht, unterstützt. Ich glaube, diese Filmliebe verbindet uns alle und das ist ja erst einmal das Allerwichtigste. Und lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an. Nummer 1. Guilty Pleasure Filme oder ein Guilty Pleasure Film. Ich möchte ehrlich sein, ich bin unentschieden zwischen zwei gewesen. Und zwar habe ich auf der einen Seite Eiskalte Engel überlegt, habe mich dann aber für Mrs. Doubtfire entschieden. Weil Mrs. Doubtfire mit Robin Williams ist ein Film, der ist eigentlich bei Kritikern nie so wirklich gut weggekommen. Und ehrlich gesagt habe ich auch in den letzten Jahrzehnten nicht mehr wahnsinnig viel von dem gehört. Aber als Kind fand ich ihn richtig toll. Die Geschichte eines Mannes, dessen Frau sich von ihm trennt, der unbedingt das Sorgerecht oder zumindest seine Kinder regelmäßig sehen will, dafür alles tut und sich als Haushälterin verkleidet, um Zeit mit diesen zu verbringen. Und diese Bindung zwischen Vater und Kindern fand ich ehrlich gesagt immer total schön. Es gab so eine Szene, habe ich als Kind schon total geheult, wenn er vor Gericht erzählt, warum er seine Kinder liebt und die Richterin glaubt, das sei nur, weil er als Synchronsprecher oder in künstlerischer Tätigkeit unterwegs wäre, wäre das alles gespielt. Das fand ich so hart und so schlimm. Und Mrs. Doubtfire ist für mich ein Guilty Pleasure Film. Ich weiß, viele mögen den nicht unbedingt oder haben vielleicht in der etwas jüngeren Generation noch nie von dem gehört. Aber Robin Williams ist einer der tollsten Schauspieler, die es jemals gab, und Mrs. Doubtfire, einer der ersten Filme, die ich von mit ihm gesehen habe, und bis heute hat dieser Film ein sehr, sehr schönes Fleckchen in meinem Herzen bekommen. Als nächstes reden wir über All-Time-Favorite-Filme. Es gibt einige Filme, glaube ich, die man richtig oft sehen kann. Als Kind habe ich einige wahrscheinlich viel zu oft gesehen. Aber so heute nachbetrachtet, wenn ich mich frage, welchen Film hätte ich jetzt sofort Bock mal wieder anzuschauen, oder wenn er läuft, ich nicht wegschalten will, wäre das entweder Jurassic Park, aber weil wir uns in einem Adventskalender befinden, ist es tatsächlich Liebe. Tatsächlich Liebe mag ich jedes Jahr am liebsten mindestens einmal sehen. Ich mag jede dieser kleinen Geschichten, die sich in London in der Vorweihnachtszeit abspielen. Eigentlich nicht nur in London, teilweise auch in Portugal. Aber starbesetzt ist da so viel Liebe, Vertrauen, Vertrauensmissbrauch, versagte Liebe und gleichzeitig ehrliche Hingabe. Das ist süß und bitter, und tatsächlich Liebe ist für mich so ein All-Time-Favorite. Ich hoffe, dass dieser Film auch irgendwann einen klaren Kultstatus hat. Love Actually, für mich ein All-Time-Favorite, den ich mir jederzeit anschauen kann, weil das einfach so eine für mich runde, vielleicht manchmal kitschige Nummer ist, aber ein richtig toller Cast, ein paar richtig schöne Geschichten. Für mich tatsächlich Liebe und ganz ehrlich, in der Vorweihnachtszeit, es passt. Und Worst Movie, ein Film, den die Welt nicht unbedingt gebraucht hätte. Wahrscheinlich kennt ihr den alle nicht, habe ihn auch nur einmal gesehen, werde ihn nie wieder sehen. Das war damals ganz am Anfang meiner YouTube-Zeit Teil einer Kooperation mit einem Kanal, der hieß Pantoffelkino TV. Und da wurde mir ein Film zugeschickt, der ganz toll, aber skurril sein soll, nämlich Rosa von Braunheims Die Bettwurst. Heißt, glaube ich, auch Kieler Bettwurst von 1971. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder die andere, Bettwurst, was soll das denn? Ich weiß es auch nicht. Ich erinnere mich nur noch erstens, dass die DVD damals, ich wollte sie, habe sie in meinen DVD-Player gepackt, der sie nicht abspielen wollte. Das war schon ein klares, übles Vorzeichen. Und dann war da eine Frau, die gefühlt 15 Minuten in dem Stuhl wackelte, irgendwas rumschrie und ich krieg es nicht mehr zusammen. Ich weiß nur, dass es der beschissenste Film ist, den ich jemals gesehen habe. Und ich habe viele Filme geguckt und Die Bettwurst, ich glaube, es gibt ganz wenige Leute, die lieben das Ding und der Rest sagt, kann weg. Es gab tatsächlich noch eine Fortsetzung, die die Berliner Bettwurst hieß. Okay, gut, wenn ich mich weiter in Rage rede, sage ich danke. Danke, dass ich Teil des ins Kalender sein durfte. Vielleicht konnte ich den einen oder die anderen ein bisschen inspirieren, sich hier einen Film anzugucken oder die Finger von zu lassen. Ich wünsche ganz viel Spaß bei den anderen Adventskalender-Türchen. Euch eine schöne Vorweihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest wünsche ich auch schon mal. Und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Macht's gut! Ho, 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 liebe Kinder, ich habe noch ein paar wunderbare Geschenke für euch, nämlich ein weiteres Video unseres Gastes von heute oder das letzte Türchen. Lasst euch das nicht entgehen und seid artig, abonniert Cinema Strikes Back. Ho, 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 frohe Weihnachten, macht's gut!